Ja, einen wunderschönen guten Abend hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Walter Kaufmann. Ich leite die Arbeit der Böll-Stiftung in Ost- und Südosteuropa und freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich möchte auch die begrüßen, die uns vielleicht im Internet zugucken. Und ich denke, es gibt genug zu diskutieren über die Situation in Georgien gerade. Ich freue mich auch, dass verschiedene Georgierinnen und Georgier heute Abend hier sind. Sie betrifft das, was wir hier diskutieren, natürlich in ganz besonderer Weise. Ich will nur ganz kurz einführen in das Thema des Abends. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen sehr gut informiert sind, sowohl über Georgien wie über die aktuelle Situation im Land. Seit georgischer Albtraum ohne Ende haben wir diese Veranstaltung genannt, mit Fragezeichen. Der sogenannte georgische Traum ist seit 2012 an der Macht, kontrolliert und im Grunde gegründet vom georgischen Oligarchen Bizina Ivanischvili. Damals, 2012, galt das und galt Ivanischvili vielen als die notwendige Ressource, um sich von einer autoritär gewordenen Vorgängerregierung unter Michail Saakaschwili zu befreien und einen demokratischen Machtwechsel möglich zu machen. Damals war das möglich. Die Vereinte Nationale Bewegung von Saakaschwili wurde abgewählt und die Regierung des georgischen Traums kam an die Macht. Allerdings ist spätestens seit den letzten 4 bis 5 Jahren eine klare Wendung ins Autoritäre zu beobachten, wo Hauptziel des Regierens der Machterhalt zu sein scheint, verbunden dennoch mit der Zusicherung an der sogar in der georgischen Verfassung festgehaltenen Integration des Landes in westliche Strukturen, also in EU und NATO, festzuhalten. Georgien ist sogar seit Dezember 22 Beitrittskandidat geworden, zeitgleich mit Ukraine und Moldau. Eine Entwicklung, die vor wenigen Jahren noch niemand möglich gehalten hatte, aber die eine in gewisser Weise direkte Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geworden ist. Dennoch, trotz dieses Erhalt des Beitrittskandidatenstatus oder vielleicht auch gerade deswegen, hat der georgische Traum im letzten Jahr Gesetze durchgesetzt und eine öffentliche Rhetorik betrieben, die sich absolut klar und eindeutig gegen die Werte der Europäischen Union richten. Ein sogenanntes Agentengesetz, in etwa nach Muster Russlands, auch ein homophobes Anti-LGBT-Gesetz, gerichtet gegen sogenannte homosexuelle Propaganda, und sich mit einer extrem massiven Weise gegen die Europäische Union, gegen das Europaparlament gewandt und auch den Mythos von der sogenannten antiglobalen Kriegspartei erfunden, der angeblich das Land in einen Krieg gegen Russland treiben will, so wie diese globale Kriegspartei vorher die Ukraine in einen Krieg gegen Russland getrieben haben. Das alles soll genügen zur Beschreibung der Situation. Aus dieser Situation heraus haben viele die Wahlen, die Parlamentswahlen am 26.10. als Schicksalswahlen bezeichnet, als Schicksalswahlen für Georgien, die Frage beantworten werden, ob das Land weiter den Weg der Integration nach Westen, die Integration in die EU betreiben kann oder ob es sozusagen endgültig abrutscht in Autoritarismus und in die damit oft automatisch verbundene Vorstellung von der klaren Machtsphäre Russlands. Wie die Wahlen ausgegangen sind, offiziell wissen wahrscheinlich alle von Ihnen, 54% hat der georgische Traum nach offiziellem Wahlergebnis erhalten und die 4 oppositionellen Parteienbündnisse zusammen 37%. Es gibt massive Vorwürfe von Manipulation und Fälschung, von Einschüchterung, von Mehrfach-Voting und so weiter. Dazu kommen wir gleich etwas detaillierter. Noch halten die Proteste der Opposition in Tbilisi an.
die Präsidentin Salome Zurabishvili, die unter anderem bei einer von uns unterstützten Versammlung hier noch Anfang oder Ende September, Anfang Oktober hier in Berlin war und vor vielen von Ihnen gesprochen hat, will nun das Verfassungsgericht anrufen, das Georgische, und damit den Prozess der Eröffnung des neuen Parlaments aufhalten, will auch Neuwahlen durchsetzen. Und die Opposition fordert klar und eindeutig die auch von der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der EU, die Nichtanerkennung der Legitimität dieser Wahlen und damit auch die Nichtanerkennung der neuen Regierung. Wir stehen nun davor, dass nächsten Montag, am 25.11., das neue Parlament zusammentreten soll. Kurz darauf muss die neue Regierung bestätigt werden. Und schließlich muss noch im Dezember eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt werden, da das Mandat von Salome Zurabishvili mit dem Ende dieses Jahres ausläuft. So, eine komplexe aktuelle Situation, und wir wollen einmal darüber reden, welche Szenarien für die nächsten Wochen wahrscheinlich sind. Worauf konzentrieren sich die demokratische Zivilgesellschaft in Georgien jetzt? Worauf konzentrieren Sie sich jetzt, auf die Durchsetzung von Neuwahlen, oder konzentrieren Sie sich auf die Kommunalwahlen, die nächsten Wahlen, die im Frühjahr nächsten Jahres anstehen? Wer ist eigentlich der Regisseur auf Seiten der Macht? Ist es, wie viele vermuten oder viele sagen, ist es der Kreml, der hier die Fäden zieht? Oder ist es doch der Regisseur Ivanishvili, der so die Fäden zieht, dass es dem Kreml gut gefällt? Und last but not least natürlich, welche Erwartungen werden an die Europäische Union formuliert, welche an Deutschland und welche Optionen werden in der EU und in Deutschland diskutiert? So, dazu, zu dieser Diskussion möchte ich ganz herzlich begrüßen Tamta Mikelace, Co-Direktorin und Mitgründerin des Social Justice Center in Tbilisi, eine Partnerorganisation der Heinrich-Böll-Stiftung, mit der wir seit vielen Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und die Social Justice Center beschäftigt sich sehr viel mit Menschenrechten, mit einem besonderen Schwerpunkt auch auf sozialen und Umweltrechten von arbeitenden Menschen in Georgien und mit der sehr schwierigen sozialen und ökonomischen Lage im Land. Ganz herzlich willkommen, Tamta, schön, dass du da bist. Dann haben wir Georgi Cincalace. Er ist einer der Mitbegründer des Georgischen Zentrums im Ausland, lebt hier in Berlin, arbeitet, hat hier Architektur studiert, hier nun in Tbilisi, und arbeitet seit 8 Jahren als Architekt hier und wird uns auch darüber berichten können, wie es ist, als Diaspora-Georgier an diesen Wahlen teilzunehmen, wie das war und wie das abgelaufen ist. Und schließlich Sergej Lagodinsky, Mitglied des Europäischen Parlaments, Vizevorsitzender der Europäischen Grünen, der Fraktion der Europäischen Grünen im Parlament, und Vorsitzender der Parlamentarischen Versammlung der Euronest. Das ist die Parlamentarische Versammlung der östlichen Partnerschaft, also der Länder Georgien, Aserbaidschan, Armenien, Ukraine, Moldau, die gemeinsam Parlamentarier in diese Versammlung senden mit dem Europaparlament, und Sergej ist Vorsitzender der Delegation des Europaparlaments, hat also auch seit vielen, vielen Jahren und in vielen verschiedenen Rollen mit der Region aktiv zu tun. Schön, dass du da bist, Sergej, alter Kollege und Freund. Tamta, die erste Frage, wie hast du diese Wahlen selbst erlebt? Und wie positionierst du dich in dieser Frage? Waren das eine klare Fälschung? Waren das insgesamt Manipulationen, die aber schwer nachzuweisen sind? Also diese Kernfrage, was ist da eigentlich genau passiert am 26. Oktober? Ja, good evening. It's really
Einen schönen guten Abend. Es ist mir eine große Freude, hier bei Ihnen sein zu können. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an die Heinrich-Böll-Stiftung für diese Einladung. Das Klima in Georgien ist natürlich emotional stark aufgeladen. Viele Aktivisten und auch normale Zivilbevölkerung ist in den Straßen unterwegs. Sie demonstrieren und versuchen nach einer Strategie und auch die Energie aufzubringen, um sich gegen all das aufzulehnen. Und uns fehlt tatsächlich die Zeit und da auch wirklich in Gespräche zu kommen und das vernünftig auszuhandeln und eine vernünftige Strategie mittelfristig zu finden. Deswegen ist es tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, dass es solche Gesprächsräume gibt wie den hiesigen hier heute, um über unsere Zukunft zu sprechen. Vielen Dank auch noch einmal für Ihre Frage. Und viele Leute im Ausland haben da genau diese Frage. Die georgische Regierung hat natürlich verschiedene Möglichkeiten und Strategien angewandt, um die Leute zu mobilisieren oder zu demobilisieren. Also es gab natürlich verschiedene Verletzungen bei der Wahl selber. Zum Beispiel die geheime Wahl wurde nicht in jedem Fall berücksichtigt. Das ist nur ein Beispiel. Und diese Manipulationen werden natürlich jetzt vor Gericht gebracht und diese Fälle werden auch untersucht. Wir sehen, dass es Probleme damit gibt, wie diese Wahlkomitees zusammengestellt wurden und dass es tatsächlich sehr, sehr schwierig war, diesen Prozess vernünftig zu überwachen, auch die Wahl der des Wahlkomitees. Es ist eine systematische Kontrolle über Callcenter, über administrative Ressourcen und wir haben beobachtet, dass es tatsächlich eine Mikrokontrolle gibt, auch der Zivilbevölkerung, das um dann auszunutzen, dass es da möglicherweise auch gewisse Ängste gab. Man versuchte also die Wahl der Oppositionellen zu demobilisieren. Man hat also ihre Ausweisdokumente zurückgehalten. Und wir haben in mehreren Regionen beobachtet, wo der georgische Traum tatsächlich Finanzierungen bereitgestellt hat, um die Wahlentscheidung zu beeinflussen. Wir haben auch mehr als 100 Fälle von Belästigungen der Wahlbeobachter berichtet bekommen. Es gibt sehr viele Fälle von Gewaltausschreitungen und diese Ergebnisse waren in dieser Form noch nie so hoch. Das ist tatsächlich eine Verletzung des universellen Wahlrechts und wir haben gesehen, wie viele Menschen, wie viele georgische Bürger und Bürgerinnen im Ausland an den Wahlen teilgenommen. Das war oft nicht wirklich möglich, an diesen Wahlen beteiligt zu werden. Und nur 95.000 Georgier und Georgierinnen konnten in der Europäischen Union wirklich wählen. Es ist also nicht ganz klar, wie dieser Einfluss ist. Und einige Organisationen sprechen auch über Wahlkarussells, in der dieselbe Person des Öfteren wählen konnte. Es gibt also verschiedene Verletzungen der Wahlregelung. Es gab unterschiedliche Manipulationen, Instrumentalisierungen der Verletzlichkeiten der Wähler. Und man hat es tatsächlich scheinbar sehr gut hinbekommen, die Fürsprecher zu mobilisieren und die Oppositionellen zu demobilisieren. Die offiziellen Wahlergebnisse, da gibt es natürlich ein bisschen das Problem. Ich verwende natürlich die öffentlichen Zahlen der Statistik. Diese werden aber von der Bevölkerung nicht als solche angenommen. Man vertraut diesen Wahlergebnissen nicht, aber es gibt trotzdem gewisse Tendenzen. Wenn man die Wahlergebnisse dieser Wahl vergleicht mit 2021, dann sieht man, dass die Opposition nur 1.000 Stimmen bekommen hat.
und der georgische Traum mehr als 300.000 zusätzlich. Wenn man also die Wahlen vergleicht mit den Parlamentswahlen 2020, dann hat man mehr als 200.000 Stimmen zugelegt und die Opposition hat 43.000 zusätzliche Stimmen. Die Regierungsunterstützung bekommt man hauptsächlich aus den ländlichen Gebieten und die Opposition eher in den Städten. 65% der Unterstützung für die Opposition kommt also aus den großen Städten. Diese Ergebnisse zeigen für mich ganz eindeutig natürlich erstmal die verschiedenen Verletzungen der Grundprinzipien eines Wahlvorgangs. Aber man sieht daran auch die strukturellen Probleme und die strukturellen Gründe und Ursachen der Krise, warum eben dieses autoritäre Regime überhaupt zu einem autoritären Regime geworden ist. Wir sehen eine gewisse Unterdrückung in den ländlichen Gebieten. Es gibt eine zunehmende Armut und man beobachtet tatsächlich eine Zunahme der Armut, eine zunehmende Ungleichheit, was den Zugang zu Gesundheitsversorgung, zur Bildung betrifft. Wir sehen eine ganze Reihe von strukturellen Problemen, die natürlich auch mit den wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten konform gehen. Und damit nimmt natürlich auch die Demokratisierung im Land ab. Und in diesem Zusammenhang möchte ich im Speziellen noch einmal nennen, dass es gewisse paternalistische Programme gibt, Regierungsprogramme. Hauptsächlich geht es dort um Sozial- und Gesundheitsprogramme. Auch diese Programme werden verwendet, um die Bevölkerung stärker zu kontrollieren. Nach Umfragewerten kann man sagen, dass in 32 von 64 Gemeinden mehr als 25% der Bevölkerung erhält soziale Unterstützung. Und ganz besonders in den Hochgebirgsregionen bekommen die Menschen zum Teil bis zu 50% diese soziale Unterstützung. Das ist natürlich eine starke finanzielle Unterstützung dieser Bevölkerungsgruppen und diese Unterstützung werden monatlich ausgezahlt. Und wir sehen natürlich auch, wie solche Programme dann seitens der Regierung verwendet werden, um die Bevölkerung zu einem gewissen Grad natürlich auch zu kontrollieren und zu demobilisieren. Wir haben über Manipulationen gesprochen, die Kontrolle der Bevölkerung, die Verwendung des Geldes, also eine Finanzierung, um Wahlstimmen zu kaufen. Und wir sehen auch, wie diese Ungleichheit zunimmt, die sozialen Vulnerabilitäten. Es gibt da eine geringe Beteiligung, eine geringe Teilhabe in den Regionen. Und die Polarisierung hat natürlich dann auch wieder dem autoritären Regime zugespielt während der Wahlen. Und man muss natürlich auch gegenüber der Position gewisse kritische Stimmen sich kritisch aussprechen. Man hat sich da sehr stark auf die Städte konzentriert, ihre Strategie, die Sprache, die verwendet wurde und vielleicht auch die Infrastruktur wurde in den ländlichen Gebieten eben nicht ausreichend verwendet und ausgebaut und dementsprechend hat man natürlich eben auch in diesen ländlichen Gebieten weniger Zuspruch erhalten. Und wenn man über die Instrumentalisierung der Vulnerabilitäten spricht, dann sieht man, wie effizient der georgische Traum die Ängste schüren konnte, die es in unserer Bevölkerung gibt bezüglich des Konfliktes. Man könnte tatsächlich sagen, dass dies auch während der Wahlkampagne eingesetzt wurde, auch davor schon.
Man versucht auch, das Thema der Ukraine während der Wahlen noch einmal stärker auf den Plan zu bringen. Man hat Bilder von der Ukraine und Georgien gesehen auf den Postern. Man verglich die Ukraine in Ruinen mit dem friedlichen Georgien. Und letztlich hat man dann gemerkt, dass es der Opposition immer schwerer gefallen ist, gegen dieses Narrativ anzugehen. Und vielleicht auch eine neue Friedens- und Sicherheitsstrategie voranzubringen. Und jetzt noch einmal abschließend, zusammenfassend. Ja, es gab einen Wahlbetrug. Ja, es gab Manipulationen. Es gab gewisse Fälschungen, eine große Kontrolle der Bevölkerung. Aber man instrumentalisierte eben auch die Ängste der Bevölkerung und die Vulnerabilitäten in sozialer, wirtschaftlicher Hinsicht, was unsere Erinnerung betrifft. Und das wurde sehr, sehr erfolgreich von der Regierung eingesetzt. Und das hat es der Opposition sehr, sehr schwer gemacht, auch den Medien und der Zivilbevölkerung dann progressive, positive Alternativen auf den Tisch zu legen. Funktioniert? Vielen Dank, Tamta. Georgi, ich war dabei bei dieser Veranstaltung mit der Präsidentin Salome Zurabishvili, und da war ja eine sehr optimistische, geradezu heitere Stimmung im Raum. Da wirkte es ja so, dass viele davon überzeugt wirkten, ja, dass der 26. Oktober eine Änderung bringt. Wie groß ist der Frust jetzt hinterher, dass alles doch so gekommen ist, wie man befürchten musste vielleicht? Oder war dieser Wahlausgang eine Überraschung? Und wie war es für Georgier im Ausland zu wählen, in Deutschland? Vielen Dank zum Ersten für die Einladung. Ich denke, wir haben gewonnen. Also, wir haben nicht verloren. Und diese Hoffnung, was wir damals, 29. September, hatten, haben wir erreicht. Wir sind sehr viel an die Wahl gegangen. Sehr viele Menschen haben für EU und für georgische Zukunft in EU gewählt. Aber georgische Traum, sogenannte georgische Traum, die russische Traum in Realität ist, hat diese Wahl einfach gestohlen. Und mit Manipulationen, was Tamta gerade erklärt hat, ganz andere Ergebnisse auf dem Zettel geschrieben, als es in Realität war. Ich wohne in Berlin schon seit 8 Jahren und war ich so in 3 Wahlen in Berlin. Es war nie so große Aktivität in Berlin, wie es letztes 26. Oktober war. Letztes Wahl in Parlamentarwahl in Berlin, Georgische Traum hat über 30% von Stimmen bekommen. Und dieses Mal hat Georgische Traum 6% bekommen in Berlin. Wenn wir ganz Deutschland nehmen als Beispiel, in Deutschland Georgische Traum konnte kaum 5% Barriere überqueren. Im Ausland Georgische Traum hat nur 13% bekommen. Dieses Mal zum Vergleich 2020 Georgische Traum hat über 30% bekommen. Es ist unmöglich, Menschen in Georgien 54% gibt, die georgische Traum wählt, und wir im Ausland, wie unsere sogenannte Premierminister uns nennt, das Ausländer, nicht informiert sind, dass georgische Traum was macht, und wir sind in Wahl gegangen und anderen gewählt. Ehrlich zu sein, gerade sehen wir so Prozess, was schon seit langem weitergeht, dass in Georgien, wir stehen da in Straßen, stehen unsere Mitbürger in der Straße und versuchen so für Freiheit, für europäische Integration und für diese Werte, was in Europa sind und mit Europa sich vereint ist, weiterzukämpfen und diese Werte zu gewinnen, in Land so zu wohnen, dass wir nicht jeden Tag Angst haben, dass so Polizei uns ohne Grund verhaftet oder was täglich da passiert.
zurück zur Frage zu antworten. Ich denke, Frustration gibt da in Tbilisi, gibt natürlich bei uns auch, aber gibt es auch gleichzeitig Hoffnung, weil das ist so ein Prozess, wo wir weiter kämpfen müssen, sonst wird niemandem das statt uns machen und wir haben keine andere Auswahl. Entweder wir gewinnen oder wir landen bald in russische Imperium, die gerade versucht, neue Grenzen zu errichten durch Georgien, Ukraine, Moldau. Danke. Gut, wir kommen gleich nochmal zurück zu diesen geopolitischen Implikationen. Vielleicht zunächst nochmal direkt zum Wahlergebnis und Wahlausgang. In der EU gibt es jetzt ja Überlegungen oder Planungen, eine technische Mission nach Georgien zu schicken, die nochmal eine Überprüfung machen soll. Bisher gibt es keine Entscheidung über eine Anerkennung oder Nicht-Anerkennung der Wahlen. Der georgische Traum hat, ich habe gehört, die Regierung hat gesagt, ich weiß, ob sie diese technische Mission überhaupt empfangen wollen, ist noch offen. Was wird diskutiert in Brüssel in Bezug auf dieses Wahlergebnis, den unmittelbaren Umgang damit mit dem Wahlergebnis? Worauf wartet man? Ja, vielen Dank erst einmal für die Einladung. Also in erster Linie geht es darum, was passiert mit der Resolution, die wir jetzt nochmal schreiben zur Lage in Georgien. Das wird in Straßburg, also nächste Woche, in der Plenarwoche verhandelt und dann auch angenommen. Ich glaube, dass wir da einen parteiübergreifenden Konsens haben, dass wir natürlich an der Seite der georgischen Bevölkerung stehen, an der Seite der proeuropäischen Bewegung stehen. Das ist alles außer Frage. Wir können leider nicht so durchblicken oder zaubern, wie von uns erwartet wird. Es ist in der ersten Linie aber eine Entscheidung des georgischen Volkes. Und das ist die Arbeit und die Aufgabe des georgischen Volkes, das zu machen, was jetzt geboten wäre, nämlich ihre Demokratie und die europäische Ausrichtung zu verteidigen. Unsere Aufgabe ist, aus unseren Fehlern zu lernen. Und ich glaube, der größte Fehler, den wir hier sehen, und darüber wird wenig gesprochen aus meiner Sicht, ist die fehlende Zuversicht der Länder wie Georgien oder Moldova, dass wir als Europäische Union nicht nur diese Länder mit Mitteln unseres Softpowers immer wieder dazu ermutigen, sich europäisch zu orientieren, sondern bereit sind, wenn es dann darauf ankommt, auch mit Mitteln unseres Hardpowers, diese Länder zu verteidigen. Ich finde, das ist eine sehr kluge Strategie vom georgischen Traum, diese Ängste und diese Unfähigkeit von uns, Ukraine zu verteidigen, auszunutzen. Und darum geht es eigentlich. Das geht ja sozusagen, es ging in beiden Fällen, auch in Moldova, darum, Menschen zu sagen, ja, ihr wollt dahin, ihr wisst, wir haben einen Nachbarn, der mächtig ist und der aggressiv ist. Ihr habt gesehen, was in der Ukraine passiert. Und wo ist die EU in der Ukraine? Ja, eine halbherzige Unterstützung in der Ukraine, die eigentlich keinen was gebracht hat. Wird das Gleiche bei euch passieren? Und wenn wir ehrlich sind, ist das der eigentliche Fehler und der eigentliche Vorwurf an uns. Unsere Unfähigkeit, diesen Ländern zu sagen, ihr seid nicht nur sozusagen in unserem Herzen, sondern wir stehen auch zu euch und wenn es nötig ist, auch vor euch, zwischen euch und einem aggressiven russischen Kreml. Das ist etwas, wo wir darüber nachdenken müssten und sollten. In Moldova ist das gerade noch gut gegangen und wir müssen gucken, wie das jetzt mit den Parlamentswahlen aussieht. Aber in Georgien ist es nicht gut gegangen. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist, ich glaube, dass wir hier in so einer Grauzone gefangen sind,
wo sehr klug von den Autoritären ausgenutzt wird, diese Ambivalenz. War das eine Manipulation? War das keine Manipulation? Ist das eine Manipulation aus Russland? Ist das eine Manipulation von homegrown authoritarians? Ja, also sozusagen von eigengemachten Autoritären. Und in so einer sehr ambivalenten Lage ist es sehr schwierig, nicht nur, dass wir uns positionieren, sondern es ist auch schwierig, die georgische Bevölkerung zu mobilisieren. Und das ist das, was wir sehen. Wir hätten aus meiner Sicht viel schneller und entschlossener sagen können, wir erkennen sofort, wir erkennen diese Ergebnisse nicht an und wollen Nachzählung, Nachzahlung oder Nachwahl. Das haben wir nicht gemacht, aber wenn wir ehrlich sind, es war auch seitens der georgischen Opposition oder der georgischen Bevölkerung auch nicht sofort sozusagen eine entschlossene Reaktion, die ein Signal wäre zu sagen, wir gehen auf die Straßen und zwar massenhaft und wir wollen euch Europäer an unserer Seite. Also es war beides. Das ist jetzt nicht, ich will nicht die Schuld sozusagen an die Georgierinnen und Georgier, aber das Zusammenspiel, die Entschlossenheit auf beiden Seiten hat nicht funktioniert in den ersten Tagen. Und dann waren diese Tage, diese Energie verloren, ist verloren gegangen. Und natürlich können wir jetzt Resolutionen beschließen. Aber verbunden auch mit der Situation, dass wir keine sozusagen eine lahme Ente als Kommission haben, inklusive Borrell, und Kallas ein bisschen zu spät kommt. Ich glaube, wenn wir Kallas vor einem Monat hätten, hätten wir eine andere Entschlossenheit seitens der EU. Ich weiß, du hast mich eingeladen, damit ich hier Pessimismus überall verstreue, aber ich bin bei dieser Situation etwas pessimistisch und ich habe das Gefühl, wir werden jetzt Diskussionen haben, die aus meiner Sicht falsch sind. Zum Beispiel in der Diskussion über Abschaffung der Visumspflicht, der Visafreiheit für normale Menschen, für georgische Bürgerinnen und Bürger. Das ist, ich weiß nicht, ich bin gespannt auf Ihre Position dazu, aber ich finde, das wäre falsch. Könnte aber kommen, so ein bisschen als Reflex, jetzt zeigen wir euch, ihr habt ja auch die Bedingungen nicht erfüllt. Wir haben eine ähnliche Situation in der Türkei, eine ähnliche Diskussion in der Türkei gehabt, sozusagen aber nur einen Schritt weiter. Wir werden wahrscheinlich halbherzige Sanktionen haben gegenüber einzelner Abgeordneter im Parlament. Das ist das, was unser Parlament schon gefordert hat. Jetzt kann man natürlich sagen, sozusagen die Reisebeschränkungen für diejenigen, die aktiv antieuropäisch sich geäußert haben. Aber mehr als das, ganz ehrlich, sehe ich zurzeit nicht. Und das ist die Tragödie der jetzigen Situation. Wir kommen gleich nochmal auf die Option zurück. Jetzt würde ich erst nochmal gerne nachfragen, Tamta und Georgi. Was passiert jetzt unmittelbar die nächsten Wochen? Womit rechnet ihr? Wird es den Versuch geben, dieses Eröffnung des Parlaments zu verhindern? Wird die Wahl eines neuen Präsidenten, einer neuen Präsidentin so über die Bühne gehen? Was ist im Moment die Stimmung in Tbilisi? Im Moment ist die Hauptstrategie der Opposition, den internationalen Druck auf die Regierung zu erhöhen und eine Nichtanerkennung der Wahlen zu erreichen und auch mit den wichtigen internationalen Akteuren hier zusammenzuarbeiten. Und natürlich versuchen sie auch, öffentliche Proteste zu organisieren, insbesondere wenn es jetzt um die Anerkennung der Wahlergebnisse geht und auch das erste Zusammenkommen des Parlaments. Und die Hauptbotschaft ist natürlich, dass es Widerstand dagegen gibt. Ich beobachte die fortlaufenden Proteste und es sieht so aus, als wenn unsere Gesellschaft einfach auch müde ist. Es sind 2 Jahre, in denen wir aktiv waren, auf die Straße gegangen sind, protestiert haben und in gewisser Weise sind wir jetzt erschöpft. Und es gibt vielleicht auch das Gefühl unter den Bürgerinnen und Bürgern, dass es jetzt
unmöglich geworden ist, etwas schnell zu verändern. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir jetzt nicht so diese Riesenmassen sehen bei den Demonstrationen, die es gibt, die von der Opposition organisiert werden. Also deshalb ist es in gewisser Weise auch etwas schwierig für mich, die nahe Zukunft vorherzusagen, also was es dort geben wird an Entwicklungen, an, ja, an Dingen, die passieren oder was wir erwarten können. Aber es ist ganz klar, dass wir natürlich mittel- und langfristig eine Strategie benötigen. Und die Opposition hat leider so eine Strategie derzeit nicht. Und die Hauptforderung von Seiten der Opposition ist gegenwärtig, dass es Neuwahlen geben soll. Aber es wird natürlich auch klar, dass sie auch sich vorbereiten müssen auf die lokalen Wahlen. Und dass es natürlich dort die Chance gibt, die großen Städte zu gewinnen. Und das wäre dann wirklich außerordentlich wichtig für die Demokratisierung unseres Landes, dass die Opposition in den lokalen Regierungen, also in den Kommunalregierungen, vertreten ist. Und dass es nicht diese Hypermehrheit des georgischen Traums überall im Land gibt, sozusagen. Aber natürlich müssen wir auch auf die strukturellen Ursachen dieser Polykrise reagieren. Und ich bezeichne diese Krise in Georgien als Polykrise oder multiple Krise. Also auf der einen Seite sehen wir natürlich die geopolitischen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine. Und natürlich auch die autoritären Nachbarländer, Türkei, Russland und so weiter. Und dann auch das Risiko einer Eskalation aufgrund dieses hybriden Krieges, den Russland führt. Dann haben wir natürlich auch das Problem und die Krise mit der Regierung, die sich Russland stärker annähert und die diese Logik eines Gleichgewichtes jetzt aufbricht und sich gegen die EU richtet und eben sich Russland und China annähert und dort auch Handelsvereinbarungen schließt. Aber es wird auch klar, dass wir natürlich ein Problem im Bereich der sozialen und kulturellen Polarisierung haben, wo es ein Misstrauen gegenüber politischen Parteien und auch der Opposition gibt. Und das hat eine Qualität, ein Maß erreicht, wo es auch ganz klare ökonomische Auswirkungen hat. Und für mich ist ganz klar, dass wir natürlich auf die strukturellen Herausforderungen ebenfalls eingehen müssen und darauf reagieren müssen. Und vielleicht brauchen wir einfach Zeit und Raum, um zu schauen, wie unsere langfristige Strategie für die Zukunft aussehen soll. Aber offen gesagt, es ist wirklich sehr schwierig, quasi die nahe Zukunft vorherzusehen. Aber ich denke, dass die Opposition hier wirklich die Chance hat, die Wahlen in den großen Städten, also die Kommunalwahlen, die lokalen Wahlen in den großen Städten zu gewinnen, um eben diesen institutionellen Konflikt sozusagen im System zu bewirken. Klingt für mich etwas radikaler, will ich mal sagen, im Sinne von, jetzt hat der, wie Sie gesagt haben, russische Traum die Wahl gestohlen. Ist damit die Situation ausweglos verloren oder bleibt denn noch Raum und Zeit für die Entwicklung von mittel- und langfristiger Arbeit, die sozusagen weitergehen kann? Oder ist jetzt da diese Machtprobe so entschieden worden, ist in Ihren Worten Russland die Kontrolle sozusagen übernommen, damit ist vorbei? Ich würde erstmal nicht, ich würde gerne sagen, dass nicht radikaler, sondern ich mag, wenn ich richtige Namen, so Sachen nenne, die richtig passiert ist. Also mit dieser Blar, wo wir diese Fakten betrachten und nie so richtige Namen nennen. Aggressor heißt nicht Aggressor, Falscher heißt nicht Falscher oder jemandem, der sozusagen diesen ganzen Prozess gemacht hat in Georgien. Wir immer noch diskutieren, ob es so verfälscht wurde, ob es richtige Ergebnisse war oder so. Wir sollen richtig das in Augen schauen und sehen, dass es ist eine Verfälschung. Es war keine georgische Volk hat dieses Ergebnis nicht gezeigt. Das war offensichtlich manipulativ. Und was, bevor Tamta erzählt hat, zum Beispiel diese alle Methoden, was sie genutzt haben. Dazu kommt ja auch sehr wichtige Methode,
dass so dieses Papier, womit man gewählt hat, das war transparent. Und jeder konnte sehen, wer hat Regierungspartei oder Opposition gewählt. Wenn man so mit diesen allen Mitteln Menschen bedroht, wir hatten so nach dem Wahl mit einem, also wir haben so das herausgefunden, wie theologische Traum Wählen verfälschen. Sozusagen eine interne Person, die vorher das gemacht hat, also ehemalige Fälscher so im Wahlen, hat erzählt, dass so ganz diese Systeme, wie es funktionierte, und meinte, dass so damals Maximum war, 5-10% zu bekommen, also Stimmen. Aber man rechnete, dass es wäre möglich, 25% zu verfälschen. Und mit neuer Technologie, mit diesem komplizierten System, was sie gebaut haben, gerade haben sie Maximum von diesem Schema realisiert. Und das ist eigentlich nicht etwas, was man nur in Georgien sieht. Es hat auch in Moldau passiert. Und konnte man denken auch, dass das Russland einfach dieses neue Schema, wie man so wählen so manipuliert, da in Georgien testet oder in Moldau. Und die können das auch in Europa nutzen. In Zukunft gibt es auch so Wahlen in Deutschland, nächstes oder Europawahl oder so weiter oder so weiter. Und wir sollen das richtig verstehen, dass es ist nicht nur Georgien gerade gegen Bidzina Iwanischwili oder gegen Russland, sondern wir sind alle so gleiche Seite. Wir kämpfen eigentlich für Demokratie und Freiheit in Georgien, in Moldau, in der Ukraine in erster Stelle und in Europa auch. Weil es ist gerade so ein Zustand, wenn Autoritären miteinander stehen und gegen die Demokratie einen gemeinsamen Angriff haben. Ganze autoritäre Vektoren, so Russland, Nordkorea, Iran, China, gerade kämpfen in überall in der Welt, Demokratie zu schalten. Und Demokratie sollte auch offensiv sein. Demokratie sollte auch weiter exportiert werden. Und Georgien ist eigentlich ein Knotenpunkt in der Region, wo es erstes Mal funktioniert ist und es sollte weitergehen. Und ich würde sagen, dass es ist nichts verloren. Es geht weiter, weil das georgische Volk in Tbilisi vielleicht sieht gerade nicht so viel Menschen in der Straße. Aber ich kann mich erinnern, dass so im Frühling, es ist auch mit sehr kleinen Demos angefangen und dann kamen in der Straße 300.000 Menschen einen Tag, die eigentlich ein Drittel von Tbilisi-Bevölkerung ist. Also ich würde sagen, dass wir haben alles noch vor und der Kampf geht weiter. Sergej, kommen wir mal nochmal zur Geopolitik. Die Region ist, das wissen wir, glaube ich, alle, sehr, sehr geopolitisch kompliziert zwischen Russland, Türkei, Zentralasien und dem Iran. Das heißt, es gibt ein großes Interesse daran, dass die EU dort ein geopolitisches Player ist, dass sie die Region nicht ganz verliert, nicht ganz aufgibt, auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, naja, gerade deshalb müssen wir uns arrangieren und gerade deshalb dürfen wir auch ein wie auch immer regiertes Georgien nicht verlieren. Als jemand, mit dem man Geschäfte machen kann, wo die Energie durchfließt, wo in der Nachbarschaft sozusagen Stabilität herrscht. Mit der Türkei und mit Aserbaidschan machen wir ja auch Business, kommen wir ja auch irgendwie zurecht. Müssen wir deswegen nicht auch uns darauf einstellen, sozusagen halt auch mit einem Premierminister Kobachidze beziehungsweise seinem Mentor Iwanischwili Business as usual zu machen. Der erste Gratulant, hatten auch viele gesehen, war ja der aktuelle EU-Ratspräsident Orban, der genau diese Linie verstärkt. Das ist ja schon ein Grund, das nicht zu machen. Wenn Orban das als erster gemacht hat, das hat er übrigens auch gemacht, nicht als in seiner Eigenschaft als Präsidentschaft der EU, sondern in seiner Eigenschaft als autoritärer Herrscher eines mittelkleinen
Landes, mittelgroßen Landes in Zentraleuropa. Also nicht überbewerten, seitens der EU war das jetzt keine Gratulation. Und ja, übrigens die Frage, die du gestellt hast vorher mit der Anerkennung, das müssen wir auch verstehen, die Anerkennung der Wahlen oder die Anerkennung der des neuen Parlaments, der neuen Mehrheiten erfolgt zum Beispiel nicht durch das Europäische Parlament. Das ist nicht das, was wir machen. Wir hatten ja diese Diskussion auch schon zu Putin und zu allem Möglichen. Das machen die Mitgliedstaaten. Nur wenn eine ausreichende Anzahl der Mitgliedstaaten anerkannt oder nicht anerkannt haben, entsteht eben diese Legitimität aus sich heraus. Aber ja, wir können natürlich in unserer Resolution, so wie ich das zu Putin damals hineinformuliert habe, Formulierungen finden, wo wir einfach ein Zeichen setzen, ja, wir haben nicht anerkannt und wollen es nicht anerkennen. Die Frage, die du stellst, ist eine gemeine Frage, aber das ist eine richtige Frage, denn eine Sache darf nicht passieren. Wir müssen natürlich schauen, dass wir auch ein Land wie Georgien, die Gesellschaft wie die georgische, nicht in die Hände und nicht in die Arme von Putin hineindringen. Und das ist natürlich eine sehr diffizile Übung. Das ist ja eine Art Tanz, was wir veranstalten müssen. Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt, ohne dass wir eine Unterstützung der georgischen Bevölkerung, deswegen war das total wichtig, was Sie gesagt haben, wenn wir tatsächlich sehen, dass die georgische Bevölkerung aus sich heraus eben diesen Schwung mitbringt und ganz klar sagt, mit uns nicht, dann ist das eine andere Sache. Ja, es ist, wir sind hier nicht in einem Bereich, wo alles total irgendwie legalisiert ist. Es ist eine politische Geschichte. Es ist eine politische Entscheidung. Und eine politische Entscheidung ist natürlich dann einfacher und naheliegend, wenn wir sehen, dass aus der Gesellschaft heraus eben diese Nachfrage kommt nach einer Anerkennung, Nicht-Anerkennung, Unterstützung, Nicht-Unterstützung. Wenn das nicht passiert, müssen wir nach Wegen finden, nicht weiter so zu machen, sondern schauen, wie wir die Korrektiven in der Politik von Georgien erreichen unter den Begebenheiten, die wir dann haben werden. Das bedeutet, wir haben eben eine Auflistung dessen, was wir erwarten, zum Beispiel für Georgien, um einen Beitrittsprozess überhaupt in Gang zu bringen. Und das müssten wir als Orientierung auch nehmen. Ich glaube, 9 oder 7 Bedingungen in Gang bringen, zum Beispiel, dass die Gesetze, die ganz klar antieuropäisch sind, zurückgenommen werden. Die beiden Gesetze, die wir kennen, muss ich hier nicht erklären. Ja, Agentengesetz und Anti-LGBTI-Gesetze. Das ist doch ganz klar, dass hier keine Annäherung mit Georgien in Richtung Europa, in Richtung EU geben kann, wenn Georgien nach russischem Muster einfach Gesetzgebung verunstaltet. Das andere ist natürlich auch die Reformen, die wir da auch erwarten, die da auch aufgelistet sind. Und aus meiner Sicht ist das nicht nur eine Frage der Legitimität dieser Wahlen oder nicht, sondern auch einer Verfassungsfeindlichkeit oder Nicht-Verfassungsfeindlichkeit der Politik der Regierungspartei. Es ist eine eigene, es ist nicht die EU, es ist die georgische Verfassung, die sagt, dass das Ziel ist mit EU-Mitgliedschaft. Dann kann auch nicht die Regierung selber EU beschimpfen und darüber reden, so wie über die EU geredet wird. Aus meiner Sicht eigentlich müsste man sagen, ihr handelt verfassungsfeindlich mit dieser Rhetorik. Das muss aufhören. Und das sind die Punkte, die für uns wichtig sind. Aber die Frage ist natürlich, bedeutet das, dass wir jetzt alle Beziehungen mit dieser Regierung abbrechen und sie einfach Russland überlassen? Weiß ich nicht, ob das die kluge Entscheidung wäre, wenn nicht es zu Neuwahlen kommt, die ich persönlich auch für eine klugere, nicht nur für eine notwendige, sondern auch für eine klugere Entscheidung aus der georgischen Perspektive heraus finde. Wenn es so einen Split durch die Gesellschaft gibt, wenn es solche Vorwürfe gibt, dann wäre es doch klug, auch für diese Regierung, wenn sie sich so sicher fühlen, bitteschön, dann beweist doch, dass diese 54% sauber sind, dann macht es nochmal unter Beobachtung der internationalen Gemeinschaft. Bitteschön. Das wäre
das eigentliche Ziel. Also das ist das eine Ziel, die Unterstützung der georgischen Bevölkerung und die Proteste der georgischen Bevölkerung ist eine zweite Hürde, zweites Ziel. Und dann müssen wir schauen, wenn das alles scheitert, wie bringen wir dieses Parlament und diese Gesellschaft zurück auf den Weg in Richtung proeuropäische Reformen und proeuropäische Entwicklung. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Tanta, du warst die letzten Tage auch in Brüssel und hast mit europäischen Institutionen, Leuten aus Institutionen gesprochen. Was waren deine Forderungen ihnen gegenüber? As I see among the EU officials. Was ich so beobachten konnte in den Reihen der EU-Politiker, da gibt es zwei Paradigmen. Das erste Paradigma wäre, dass man sich härter gegenüber Georgien aufstellen sollte, dass man sich kritisch gegen die Regierung aussprechen sollte und die derzeitigen Beziehungen auflösen und aufbrechen sollte und sie politisch oder symbolisch bestrafen sollte. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Paradigma zu sagen, dass man die Beziehungen trotzdem irgendwie normalisiert und versucht, mit der Regierung zu verhandeln und diese verfassungsfeindliche Gesetzgebung gegen die LGBTQI-Bevölkerung aufzulösen. Dass man das tatsächlich nutzen kann, wenn man in die Verhandlungen einsteigt. Sergej hat es auch schon dargelegt. Viel hängt von den Verfahren, von den Prozessen vor Ort in Tbilisi ab. Und unsere Bevölkerung schaut sich natürlich an, wie sich die EU diesbezüglich verhält. Aber ich glaube, in jedem Fall ist es sehr klar, dass die Regierung unter dem georgischen Traum kein vertrauenswürdiger Partner ist. Sie haben viele Verträge verletzt. Die grundsätzlichen Prinzipien, die Spielregeln verletzt, Besuch von Jean-Michel in Georgien 2020 und wir haben ja gesehen, dass alle Verträge, die bisher geschlossen wurden, nicht berücksichtigt werden. Es ist also sehr, sehr wichtig, da wirklich klug vorzugehen und vielleicht auch ein bisschen kreativ zu sein. Was ich damit sagen möchte, es hat mir wirklich sehr gefallen zu sehen, dass die Europäische Union versucht, auf diese normative Art und Weise an die Außenpolitik heranzugehen. Und wenn wir gesehen haben, dass diese pragmatische Politik tatsächlich also in der Innen- und auch Außenpolitik wahrscheinlich die Möglichkeit hat, sich durchzusetzen. Aber in Hinblick auf die imperialistische Politik brauchen wir vielleicht tatsächlich eine stärkere Unterstützung aus dem Westen. Wenn wir über die Sicherheitslage sprechen, über den Demokratisierungsprozess und die politischen Prozesse, auch die wirtschaftliche Situation. Und deswegen ist es für mich ganz klar, wenn es eine solche Unterstützung gibt, dann ist das eine große Hilfe. Und wenn es die Unterstützung nicht gibt, dann nutzt man diese Unsicherheit, um die öffentliche Meinung gegen die EU zu wenden. Und die georgische Bevölkerung unterstützt natürlich den EU-Prozess. Das sind mehr als 80%. Und unsere Bürger und Bürgerinnen haben da einen vielleicht pragmatischeren Ansatz, warum die EU unterstützt wird. Der Grund dafür ist, dass die EU natürlich den Schutz der Menschenrechte garantiert, die Demokratie garantiert und auch ein gewisses Wohlergehen. Wir sind ein vulnerables Land und Georgien hat eine restriktive Souveränität, könnte man sagen. Es gibt
immer noch Annektierungsbestrebungen Russlands. Unsere Region ist zu großen Teilen besetzt. Und der hybride Krieg, diese hybride Kriegsführung ist auch in Georgien zu beobachten. Und in einer solchen Situation ist es natürlich wichtig, dass es eine starke Unterstützung der EU gibt in Richtung der demokratischen Kräfte. Was fordern wir von der EU? Wahrscheinlich genau das, dass es eine strengere Politik gegenüber dem georgischen Traum gibt, der Regierungspartei, und die Unterstützung der Zivilbevölkerung muss auch fortgeführt werden und auch die oppositionellen Parteien. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass es vielleicht auch eine Änderung in der Außenpolitik pragmatisch, normativ, dass man sich ja näher an Russland anlehnt. Aber unser Finanzsystem, unser Wirtschaftssystem, unser gesamtes institutionelles System ist noch nicht so weit, um sich vollständig von EU zu isolieren. Die geschäftlichen Beziehungen mit China und Russland sind noch nicht stark genug. Und dementsprechend könnte man jetzt sagen, dass die Regierungspartei jetzt sehr, sehr verletzlich ist. Das Finanz- und Wirtschaftssystem ist noch nicht so weit, um sich vom Westen vollständig abzuwenden. Und deswegen denke ich, ist es tatsächlich ein wichtiger, guter Moment, dies zu nutzen. Die EU hat die Ressourcen, um da auch etwas strenger vorzugehen. Denn ohne die EU-Unterstützung und der EU und der westlichen Partner wird es für die demokratischen Kräfte sehr, sehr schwer sein, diesen Kampf fortzuführen und einfach zu überleben. Denn der georgische Traum versucht, das Vertrauen und die Netzwerke innerhalb der Gesellschaft auszuhöhlen und zu unterwandern. Sie sind schon sehr, sehr klug. Es gibt einen unheimlich großen Propaganda-Apparat. Und damit schafft man es natürlich auch, das Bewusstsein der Bevölkerung zu beeinflussen. Jetzt haben wir noch 80% Unterstützung für den europäischen Weg, aber wir sehen schon, dass es pro-russische rechtsgerichtete Kräfte gibt, die einen Diskurs aufgreifen, der dann auch wieder von der Regierung verwendet wird, um diesen kulturellen Weg, diese kulturelle Unterstützung der EU zu zerstören. Und ich mache mir da schon große Sorgen, dass es vielleicht gar nicht so lange dauert, bis diese Unterstützung für den europäischen Weg nachlässt. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, Georgien zu unterstützen, und dann sind wir zusammen mit Armenien in dieser Grauzone und vielleicht nicht mehr so einfach zu retten. Wir sind als Volk derzeit sehr verletzlich, und diese Vulnerabilität wird von der Regierung genutzt. Und sie haben eben wirklich sehr viel Unterstützung von russischer Seite, müssen also vorsichtig sein. Da gibt es zwar die Ukraine, aber es gibt auch unsere Region, wo wir vielleicht von Russland nicht mit Waffen angegriffen werden, sondern mit der Propaganda angegriffen werden. Und dementsprechend muss die EU eine Gegenstrategie auf den Weg bringen, um zu schauen, wie man mit dieser Kriegsführung umgeht. An unserer Diskussion zu beteiligen. Habe ich noch eine Frage an Georgi. Sergej hat es vorhin angesprochen, die Frage der Visa-Liberalisierung. Ein georgischer Bekannter von mir hat mir gesagt, wahrscheinlich wäre es ein Druckmittel auf diese Wähler, die Angst haben, die einfach aus verschiedenen Gründen, weil sie einen Job haben, weil sie unter sozialem Druck stehen, dennoch gegen Georgian Dream zu stimmen wäre, wenn man die Visa-Liberalisierung abschafft, ja, weil für viele das ja auch ökonomisch sehr wichtig ist, kurz nach in die EU fahren zu können, etwas Geld zu verdienen, zurückzufahren. Das, tatsächlich ist es ja ein Thema, was viele weit über die Städte hinaus betrifft. Wäre das eine gute Idee, die Visa-Liberalisierung abzuschaffen, um Druck auf Georgian Dream zu machen?
Das ist eigentlich ein sehr schwieriges Thema. Natürlich hat es so unterschiedliche Seiten. Zum Ersten zu sagen, sozusagen, georgische Volk muss nicht bestraft werden, was Bidzina Ivanischvili und dieses kriminelle Menschen machen. Das ist deutlich und in dem Fall vielleicht wäre es auch so nicht ideale Entscheidung. Andererseits, also was georgische Traum seit 12 Jahren in Georgien macht. Sie sind angekommen am Anfang an mit so einer Idee, dass Georgien sollte nicht mehr ein Problem zwischen Europa und Russland sein. Damals hat es in Europa viele Menschen, so auch Politiker und so, auch mit Ablauf getroffen. Ich schätze, diese Menschen gerade sind auch müde und sagen, dass sie sind müde von dem Krieg in der Ukraine, russische Aggression und versuchen, Ukraine zu überzeugen, zu aufgeben. Aber eigentlich mit dieser Propaganda ist diese Regierung angekommen und damals konnten sie nicht so richtig deutlich sagen, dass sie nicht Euro-Union oder NATO-Integration wollen. Und sie aber andererseits alles gemacht haben, georgische Staat zu verschwächen. Angefangen von Militär und auch so Institutionen. Langsam, schrittweise haben sie alle Institutionen in Georgien erobert. Es war nie in Georgien eine starke Institutionen, aber es war so erste Schritte gemacht, diese Institutionen zu bauen. Und gerade alle Institutionen außer Präsident ist so unter Besitz von einer russischen Oligarch, die keine richtige Position hat. Weil in der Ukraine Russland Aggression angefangen hat, damals hat georgische Traum eigentlich eigene Gesicht deutlich gezeigt, weil es ist schon wichtig geworden, sozusagen eine Position zu wählen. Und sie haben viele Propaganda von Russland auch gleichzeitig auch so unterstützt und vermutlich auch so geholfen, Russland Sanktionen zu abweichen. Gerade sie immer noch sagen, dass sie wollen in EU 2030 integrieren. Und Herr Orban, die in Georgien angekommen ist, und da ist auch so Schwachheit von Euro-Union. Sie haben gesagt, dass natürlich Herr Orban war nicht von EU, er hat so da Ungarn präsentiert. Aber georgische Traum hat so das verkauft in eigene Unterstützer, dass Euro-Union ist hier. Also in Euro-Union gibt es so Kräfte, die uns so unterstützen. Zum Beispiel letztes im Bundestag war eine Diskussion über Georgien. Und Propaganda TV draußen hat so gewartet, eine Abgeordnete von AfD Interview zu nehmen. Und AfD, ich erinnere mich leider nicht mehr den Namen, aber er hat 1:1 russische Propaganda und georgische Dream-Propaganda gesagt. Also zurück zum Thema Sanktionen, Visa-Liberalisation zu stoppen oder nicht. Hat es so eine negative Wirkung für normale Bürger in Georgien, Bürgerinnen? Aber andererseits, georgische Traum, sie wollen eigentlich Georgien in Russland stecken, aber sie selbst, alle haben so Villas in Europa, kommen hier zu shoppen oder anders zu machen. Eigene Kinder studieren hier in Europa oder in UK oder in USA. Also ich würde sagen, dass es konnte eine Wirkung haben, damit so diese Menschen, die georgische Traum unterstützt immer noch, zu verstehen, dass georgische Traum bringt Georgien nicht in EU. Aber ich denke, erstmal konnte es auch möglich sein, genau diese Personen, die in Georgien verantwortlich sind, antidemokratische Schritte zu machen, zu sanktionieren. Nicht, also dieses System steht auf Angst und Kompromanten.
wenn man so da irgendeine Person, die wichtig ist, Sanktionen gibt, dann anderen haben Angst, weiter so zu machen. Und gleichzeitig Druck von Zivilgesellschaft, Demonstrationen, konnte eine Wirkung haben. Also wenn wir sprechen, dass ja in Tbilisi sollte viele Menschen in die Straße kommen, werden sie, werden wir kommen. Aber gleichzeitig wir brauchen so richtige Handel von Europa, dass so dieses System, dieses Clan zu brechen, weil wenn wir nur von ihnen sie wackeln, es ist nicht genug, sie zu zerfallen. Deswegen brauchen wir von außen richtige Sanktionen, nicht gegen Menschen, sondern gegen diese Clane. Ich verstehe und wir würden es, also ich würde es persönlich auch unterstützen. Wir werden sehen jetzt die kommende Woche, wie das Parlament sich zumindest positioniert. Wir sollen aber nicht vergessen, dass zu hohe Erwartungen an persönliche Sanktionen auch nicht gut sind, weil wir sehen es ja im Falle von Russland, dass ein sehr legalisiertes und überlegalisiertes System mit Sanktionen in der EU. Wir werden nicht schaffen, die Familienmitglieder mit abzudecken, weil Sie ja darüber gesprochen haben, dass Ihre Kinder irgendwo studieren und so weiter. Wir sehen es ja mit Russen genauso. Ganz im Gegenteil, es wurden sogar Sanktionen gegen Prigozhins Mutter, nur als Beispiel, und viele anderen einfach aufgehoben, obwohl es klar war, sie verwalten sein Vermögen. Damals lebte er noch. Also es ist, weil EU eine Rechtsstaatsunion ist und manchmal es vielleicht zu sehr ernst nimmt mit, mit legalistischen Sachen, wird es nicht sofort zu sofortigen Wirkungen kommen. Wir können es machen. Und ich bin auch dafür. Was wir nicht machen können, ist das, was hier auch angesprochen wurde, aus meiner Sicht, ist, dass wir jetzt wirtschaftliche Kontakte und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Georgien abbrechen. In der Hoffnung, dass das Land oder die Wirtschaft so kollabiert, dass das die Regierung unter Druck setzt. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil wir Georgien wirklich in die Arme von Russland hineintreiben würden. Ich bin mir nicht sicher, also ich habe da jetzt keine abschließende Meinung zu, aber das ist meine Sorge. Wir haben ja auch gesehen, wie schnell es, relativ schnell es geht, Produkte zu ersetzen, Märkte zu ersetzen, und ich glaube, dass Kreml darauf wartet, dass Iwanischwili irgendwann seine Buddies da alle in Moskau, mit denen er Geschäfte macht, anruft und sagt, hier, der Markt ist für euch jetzt offen. Das ist meine Sorge. Ja, ich glaube, wir müssen hier Druck machen, wir müssen sehr entschlossen handeln, auf beiden Seiten, aber wir sollten jetzt nicht es übertreiben mit Zeichen des Abbruchs der Beziehungen. Das, ich bin mir einfach nicht sicher, ob das für die georgische Gesellschaft eine langfristig richtige Perspektive ist. Darf ich kurz antworten? Also ich unterstütze das auch gar nicht, so einen Abbruch der Beziehungen mit Georgien, also als Land. Über persönliche Sanktionen sprechen wir schon seit Frühling, wenn es angefangen ist, dass so georgische Traum richtig dieses weggenommen hat. Und also es ist lange her schon angefangen, aber im Frühling war es schon ein deutliches Zeichen mit so diesem russischen Gesetz, die zweite Mal sie zurückgebracht haben. Seitdem sprechen wir über persönliche Sanktionen. Ich weiß, gibt es auch so viel komplizierte Wege, das zu machen, als zum Beispiel Visafreiheit für Georgien zu stoppen, weil da sollte so 27 Länder alle abstimmen für Visa-Liberalisation. Es ist einfache Mehrheit genug. Das ist klar für mich auch. Nur was ich sagen würde zum Vergleichen mit Russland, Georgien ist so ein bisschen andere Struktur. In Russland, weiß nicht, also gab es keine freie Gesellschaft, seit Putin mindestens da ist. Und Putin ist schon eine Ewigkeit da. In Georgien, trotz so georgischer Traum, versuchte das zu unterdrücken. Immer noch gibt es Zivilgesellschaft, und Zivilgesellschaft ist gerade stark als nie gewesen war.
Deswegen denke ich, dass erster Schritt mindestens wäre, einfach Orban geht da, steht in Tbilisi und sagt, dass Georgien wird 2030 ein Mitglied von EU sein. Und das Propaganda mit Propaganda-TV ganz in ganzes Land tausendmal wiederholt und wieder zeigt, dann ist es schwer, Menschen zu überzeugen, die georgische Traum unterstützen, dass Euro-Union nicht georgische Traum unterstützt. Also wenn es so eine offizielle Person von Euro-Union dabei auch da wäre und gesagt hätte, nein, georgische Traum führt Land nicht in EU, das wurde vielleicht stärker als Sanktionen. Aber es wurde nicht gemacht. Das ist ein Problem, weil wir warten und warten so lange, bevor georgische Traum nicht ganze Opposition und Zivilgesellschaft nicht reinigt und nichts mehr bleibt zu machen. Gut, wobei man, glaube ich, schon sagen muss, dass jetzt in den letzten Monaten spät, aber immerhin sowohl Politiker aus der Europäischen Union mit großer Häufigkeit in Georgien aufgetreten sind und auch die Botschafter, insbesondere der deutsche Botschafter und auch der europäische Botschafter, so deutlich wie nie zuvor gesagt haben, dass sich die EU-Integration nicht mit dem Agentengesetz und nicht mit dem Anti-LGBT-Gesetz vereinbaren lässt, auf gar keinen Fall. Und die Kommission hat es gesagt, also die Kommunikation hat sich schon sehr ins Deutliche verändert. Georgi hat gerade gesagt, die Zivilgesellschaft sei stark in Georgien. Das habe ich auch immer so empfunden und erlebt. Jetzt ist sie aber sehr stark auch bedroht durch diese neuen Gesetze. Rechnet ihr mit einer Verschärfung und jetzt konsequenten Implementierung dieses Agentengesetzes, was zur Existenzbedrohung werden könnte für NGOs, weil sie sich diskreditieren müssen als ausländische Agenten, weil sie großen Verwaltungsaufwand haben, weil sie politisch dadurch unwirksam gemacht werden können. Also müssen wir rechnen jetzt, dass es im nächsten halben Jahr ganz schlimm wird für die georgische Zivilgesellschaft? Ja. Also vielen Dank für diese Frage. Ja, also der georgische Traum und die Regierung versuchen, den demokratischen Raum einzuschränken und unterschiedliche Gesetze gegen die zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch gegen die Medien zu verabschieden. Und ich kann sagen, dass es wirklich sehr wichtig ist, zu wissen, warum sie das machen. Natürlich ist es zunächst einmal so, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht so stark sind in Georgien, auch nicht als Institution. Wir haben aber eine ganz gute Infrastruktur, eine gute Koordinierung. Wir sind sehr aktiv, vielleicht auch aktiver eigentlich als die georgische Regierung. Aber und wir haben auch große Demonstrationen während der Krisen organisieren können. Und diese werden auch teilweise in Tbilisi von zivilgesellschaftlichen Organisationen organisiert. Und das heißt, die Regierung betrachtet das auch als Bedrohung. Und deshalb gehen sie gegen die zivilgesellschaftlichen Organisationen vor. Sie wollen sie institutionell zerstören. Und gegenwärtig ist es so, dass das Gesetz noch nicht angewandt wird. Das heißt, es gibt jetzt keinen Überwachungsprozess gegen uns. Aber wir erwarten natürlich, dass quasi sobald die wahlbezogenen Probleme gelöst sind, aus Sicht der Regierung, dass sie natürlich dann dieses Gesetz auch anwenden werden und umsetzen werden. Wir haben natürlich auch einige Strategien entwickelt, wie wir unsere Arbeit dann umstrukturieren können. Und wir suchen nach neuen rechtlichen Wegen für unsere Arbeit. Aber natürlich wird es diesen ganzen Bereich der zivilgesellschaftlichen Arbeit extrem schwächen. Die Zivilgesellschaft bestand quasi aus Organisationen, die wurden von verschiedenen internationalen Organisationen unterstützt. Also es war ein Top-Down-System. Und
Gegenwärtig ist es aber so, dass die Zivilgesellschaft von unten nach oben tätig wird. Also wir sehen das an den Universitäten, also den regionalen und an den großen Universitäten, an den auch in kleineren und mittelgroßen Städten, wie ganz normale Bürger versuchen, sich selbst zu organisieren, Widerstand zu leisten und Solidarität zu zeigen. Und dieser Angriff auf die Institutionen der Zivilgesellschaft hat dazu geführt, dass die Graswurzelbewegung, die basisdemokratische Bewegung und die Selbstorganisation gestärkt worden sind. Das ist also ein sehr wichtiger Aspekt. Aber wenn natürlich die Finanzierung schwindet, dann wird das natürlich ein Problem für zivilgesellschaftliche Organisationen, insbesondere auch Online-Medien, die natürlich von der westlichen Unterstützung von Geldgebern abhängen. Und dann wird es natürlich äußerst schwierig, unsere Arbeit fortzusetzen. Und es ist natürlich auch sehr wichtig zu erkennen, dass die Zivilgesellschaft manchmal auch der Raum ist, wo wir versuchen, eine progressive Agenda zu entwickeln, wo wir Umweltproteste unterstützen, Arbeitnehmerstreiks, den Kampf von Minderheiten, den queeren Kampf unterstützen. Also in dieser Situation wird das wirklich dann sehr schwierig, also wenn die Gelder wegbrechen, unsere Arbeit für eine progressive und gerechte Agenda fortzusetzen. Und ganz besonders natürlich auch, wenn es jetzt um die Polarisierung geht und die Bedeutung dieser starken Polarisierung. Also die Akteure mit dieser progressiven Agenda, also wir müssen es auch schaffen, die Gesellschaft zu depolarisieren sozusagen und sagen, worum es eigentlich wirklich geht, was die Bevölkerung eigentlich wirklich braucht und verschiedene soziale Gruppen wirklich benötigen. Also wenn wir geschwächt werden, dann wird diese Polarisierung und diese direkte Kontrolle und der direkte Einfluss auf die Bürgerinnen und Bürger verschärft werden. Und dann wird es wirklich sehr schwierig werden, die Interessen der Menschen zu verteidigen. Also es ist wirklich außerordentlich wichtig, dass internationale Organisationen weiterhin Unterstützung bereitstellen für unterschiedliche Kollektive, für Initiativen und Gruppen. Also es ist wirklich sehr wichtig, diese Unterstützung zu dezentralisieren und die gesamte Zivilgesellschaft in Georgien zu unterstützen und vielleicht auch zu priorisieren. Also nicht nur in dem politischen Bereich, sondern auch in Bezug auf soziale Themen und umweltpolitische Themen. Also wenn man jetzt die Unterstützung messen will von internationalen Organisationen, dann stellen wir fest, dass diese Organisationen die Arbeit im sozialen und umweltpolitischen und im Gerechtigkeitsbereich nicht so stark in den Fokus nehmen. Also das sind natürlich die Themen, die für die Bevölkerung am wichtigsten sind. Und einer der Gründe, warum wir ein Misstrauen gegenüber den politischen Akteurinnen in Georgien feststellen, ist das Gefühl in der Gesellschaft, dass ihre Interessen nicht wirklich dort vertreten und repräsentiert werden von den Parteien und auch nicht von den großen Nichtregierungsorganisationen. Und es ist wirklich wichtig, dass besser gesehen wird, wie unsere oder besser verstanden wird, wie wir unsere Arbeit noch mehr in den Dienst der Zivilgesellschaft stellen können. Also es ist noch einmal sehr wichtig, die Agenda und die Prioritäten auch derjenigen, die Gelder bereitstellen, zu verändern. Hoffnung, dass aus der Krise eine Art Erneuerung sowohl der Politik wie der Zivilgesellschaft hervorgehen könnte, mittelfristig. Ich möchte Ihnen gerne anbieten, noch mit Fragen und Kommentaren sich für die letzten 10, 15 Minuten vielleicht an unserer Diskussion zu beteiligen. Bitte schön, wir haben hier ein Mikrofon für Sie und stellen Sie sich ganz kurz vor, damit auch
Guten Tag, mein Name ist Sorabi Geguchatze, ich bin deutsch-georgischer Jurist und ich hätte eine Frage an Herrn Lagodinsky. Und zwar, Sie sagten, bestimmte Sanktionen kommen nicht in Frage, weil Rechtsstaatlichkeit das nicht erlaubt, zum Beispiel Sanktionen gegen Familienmitglieder und etc. Und dabei denke ich immer, naja, Demokratie verliert eigentlich den Kampf gegen autoritäre Regime, wenn man so weitermacht. Und die Sanktionen, die auf dem Tisch liegen, Visafreiheit und Annäherung an die EU, das will eigentlich die georgische Bevölkerung nicht, die georgische Regierung. Und dadurch könnten wir die Falschen bestrafen. Ich erwarte eigentlich, dass die Regierung weiterhin eskaliert und NGOs schließt, Demonstranten verhaftet und kritische Medien dann auch zumacht. Und hat dann EU einen Plan B, wie man darauf antwortet oder was man da tut? Dann, danke. Vielleicht sammeln wir drei Fragen. Sie hatten sich auch gemeldet. Ja, bei aller Polarisierung gehen... Stellen Sie sich kurz vor. Achso, Carsten Lindloff, war in diesem Jahr in Georgien und von daher sehr interessiert und habe auch einen Eindruck mitgenommen von diesem Land, was zwischen der EU und vielleicht den Wirtschaftsbeziehungen zur Türkei und Russland, die ihn da durchgehen, steht und von daher auch in der Realität zwischen allen Interessen steht. Aber die Frage an Sie nochmal, ob die oder was verloren geht bei all diesen Polarisierungen, zum Beispiel die Frage, was sind die oder wie schätzen Sie die Wähler des georgischen Traums ein? Wählen die eine Annäherung an Russland oder wählen sie eine Sicherheit, nicht in Konfrontation mit Russland zu gehen? Das sind ja feine Unterschiede. Vielleicht lasse ich es jetzt einfach bei dieser einen kurzen Frage. Mhm. Vielen Dank. Und dann hat sich hier Gagan gemeldet. Danke, ich bin Gaga Gogoladze, auch einer der Mitgründer von Georgischen Zentrum im Ausland. Ich habe zwei Fragen, die eine gleiche Sache abspielen. Das ist dann die sozusagen, es wird sehr viel geredet darüber, was für Mehrwert EU-Integration für Georgien trägt. Und ich würde eher das jetzt umgekehrt so die Frage stellen, was ist Mehrwert für EU für die durch die Integration von den Ländern wie Georgien, Ukraine und Moldau? Und in dem Sinne habe ich zwei Fragen. Erstmal an Herrn Lagodinsky, wie Herr Gerutscher davor auch gefragt hat. Wenn wir sehen, dass die sozusagen Sanktionenregime, das wir haben, und das ist sozusagen, hält sich an Regeln, die kommen aus der Zeit, als die Europäische Union viel kleiner war. Ja, wenn wir sehen, dass dieses Sanktionenregime funktioniert nicht. Also das funktioniert nicht, weil wir haben die Kriminelle, das ist nichts anderes. Das sind einfach Kriminelle, die in Georgien Geld stehlen von der Bevölkerung, die Macht dort usurpiert haben und dann über ihre Familienmitglieder oder selber dieses Geld hier nutzen, um Geschäfte aufzumachen, sozusagen dieses Geld dann weiterhin hier zu legalisieren, zu nutzen. Und wir sehen, dass wir haben ein System, das ist rechtlich sehr sehr gutes System, aber es entspricht einfach nicht der Herausforderungen. Was ist dann sozusagen dieses Reformpotenzial von diesen Ländern? Weil, also das ist die erste Frage, Herrn, mit diesem Reformpotenzial in diesem Sinne. Und dann vielleicht an Herrn Cinciarze die Frage, warum, es ist eine große Frage, aus Ihrer Sicht, warum ist die Gesellschaft in Europa, auch in Deutschland, warum ist die Gesellschaft nicht genug engagiert für die Fragen der Demokratie und Freiheit? Warum sehen wir nicht, dass hier es auch Menschen auf der Straße, weil ich weiß, es gibt, also wir sind in diesem Bubble, wo ich habe sehr viele Freunde, die dafür also sozusagen Sorgen machen um Georgien und also das Schicksal von Demokratie, aber in breiter Gesellschaft, ich sehe dieses Engagement nicht und warum aus Ihrer Sicht ist das der Fall und ob da auch wahrscheinlich sozusagen Potenzial von unseren mehr engagierten Ländern da auch gibt. Danke. Gut, dann fangen wir an mit Sergej. Die Fragen zu Sanktionen im Grunde. Also es gibt, ich bin ja ein Befürworter der Reformen für Sanktionsmechanismen und Sanktionssystem in der EU.
Aber ich bin kein Anhänger, dass wir jetzt Rechtsstaatlichkeit über Bord werfen, wenn wir über diese Reformen reden. Es gibt Reformen, die notwendig sind. Zum Beispiel, es gibt auch, das ist, da braucht man nicht mal Reformen. Da müssen einfach EU-Kommissions, DG Fisk und so weiter einfach funktionieren und ihre Arbeit tun. Zum Beispiel, was wir sehen, dass, also wir haben ja kein Sanktionsregime gegenüber Georgien, aber deswegen nehme ich jetzt immer Beispiele vom russischen oder Sanktionsregime gegen russische problematische Akteure, milde ausgedrückt, Verbrecher auf Deutsch. Zum Beispiel, wer entscheidet, wer auf diese Liste kommt? Wir haben gesehen, gerade mit russischen Oligarchen, die Entscheidungen ist häufig getroffen anhand von Wikipedia-Artikeln. Das kann doch nicht sein. Wir diskreditieren doch selber das gesamte System. Das ist wirklich so. Es gab Leute, die auf diese Listen anhand von Wikipedia-Artikeln kommen. Wer kommt von diesen Listen runter? Wir haben gesehen, anhand von gekauften Financial Times-Artikeln kamen Leute, wurden einfach gelöscht aus den Listen, weil in diesen Artikeln behauptet wurde, die sind gar nicht so schlimm. Das ist alles unseriös. Ja, das kann man eigentlich sehr gut, auch ohne dass wir jetzt über die Rechtsstaatlichkeitsfragen sprechen, einfach durch gute Strukturen, professionelle Strukturen ändern. Und das ist das, was ich bei Kallas, wenn ich mit Kaya Kallas spreche, und das mache ich jetzt in letzter Zeit häufig, das ist das, worauf wir drängen. Wir brauchen eigentlich eine Fokussierung und einen Umbau der Strukturen im Bereich Sanktionsmechanismus in der EU-Kommission. Es ist so, dass der russische Angriffskrieg zum Beispiel gestartet wurde, nachdem die Kommission schon aufgebaut waren und die ganzen Strukturen schon aufgebaut waren. Jetzt haben wir eine Chance, das anders aufzubauen, das besser aufzubauen. Ehrlich gesagt, ich sehe das noch nicht, wie wir das strukturell angehen, aber das Verständnis bei Kaya Kallas und bei anderen ist natürlich da, weil sie ganz anders ticken als Borrell. Ja, und jetzt werden wir mit ihr, mit Kubilius, ganz andere, gerade baltische Leute und mit polnischen Kollegen, die auch für Haushalt auch zuständig sind. Also ich hoffe, dass da ganz andere Einstellung kommt. Wenn es um Sanktionen geht, die nicht personenbezogen sind, was wir im Falle von Russland haben, manche sagen, für Georgien sollen es auch haben. Wir brauchen einfach ein horizontales Sanktionssystem. Wir haben verschiedene Sanktionsregime, ja, das ist ja nicht eins, sondern aus verschiedenen Anlässen, Krim-Annexion, hier eine Verfehlung, Menschenrechtsverletzungen, Überfall auf Ukraine, sind verschiedene Sanktionsregime, und wenn es verschiedene gibt, dann ist es so ein Flickenteppich an Regimes, und dann kann Russland zum Beispiel das umgehen. Auch das müsste sich ändern. Jetzt in Bezug auf das, was Sie angesprochen haben, ob wir Familienmitglieder darunter fassen oder nicht. Es ist nun mal so, dass in einem Rechtsstaat die Gerichte das überprüfen können. Wir werden es nicht ändern können. Also zumindest bei uns in der EU ist es so. Ich habe ein paar Mal vorgeschlagen, dass wir Sanktionen sozusagen weniger justiziabel machen und rausziehen aus diesem legalistischen Feld und machen daraus, so wie in den USA, mehr ein politisches Werkzeug. Ich habe dafür auch gekämpft an ein paar Stellen. Es ist halt schwierig, weil bei uns die Grundlage, die Rechtsgrundlage für die Sanktionen in den Verträgen steht, und wir kommen aus der Nummer einfach nicht raus. Und das heißt, das ist immer überprüfbar. Und da, wo es nicht, und übrigens nicht nur ein EU-Problem, die Sanktionen gegenüber Prigozhin, die Mutter von Prigozhin, wurden aufgehoben, wenn ich mich richtig erinnere, auch von UK, also von Gerichten in London. Das ist keine EU, da ging es nicht um EU. Ich glaube, das ist eben, sie sagen, wir verlieren sozusagen an die Autoritären. Wir müssen uns die Frage stellen, inwiefern verlieren wir an die Autoritären, wenn wir ein Stück von uns selbst auch verlieren und ein Stück von unserem Glauben an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie aufgeben. Natürlich können wir auch sagen, wir müssen jetzt wehrhaft werden. Deswegen mag ich diese Wehrhaftigkeitsdebatte eigentlich nicht. Für Deutschland zum Beispiel. Wir sollen resilient sein. Das ist das richtige Wort. Weil Wehrhaftigkeit, auch hier in Deutschland wird diese Diskussion auf Wehrhaftigkeit reduziert. Hauptsache drauf mit dem Hammer. Resilienz ist die Frage. Und was ist Resilienz? Resilienz ist die Fähigkeit einer Gesellschaft, auch unter Stress
Bedingungen, sich wieder zu generieren, wieder zu demokratischen Normen zurückzufinden. Das muss unser, also dass wir sozusagen stressresistent sind und dadurch auch unsere Werte, unsere eigenen Werte nicht verlieren, bedeutet aber nicht, dass wir naiv sein sollen. Ja, und deswegen habe ich gesprochen darüber, wir brauchen Hard Power, wir müssen in die Verteidigungsfähigkeit investieren und ja, wir müssen das, was Sie gesagt haben, die Ernsthaftigkeit unseres Beistands gegenüber den Ländern wie Moldau, Sie haben ja gefragt, welche Strategie, wie Moldova, Georgien und Armenien, aus meiner Sicht, das sind drei Länder, wo wir als EU sagen müssen, auch gegenüber Russland und keine Angst haben, das ist unsere, also ich würde jetzt nicht sagen Einflusssphäre, das überlasse ich anderen, ja, aber das sind Länder, die wir betrachten als Teil von unserem Interessenbereich. Very sorry. Ja, mit Aserbaidschan könnt ihr da irgendwie ne, euch Gedanken machen, was ihr macht. Ja? Aber diese drei Länder haben sich bewusst entschieden, Armenien mehr oder weniger jetzt im Entscheidungsweg, sie wollen in die EU, wir respektieren diese Wahl und diese Wahl ist für uns aus unserer Perspektive unumkehrbar. Und wir claimen unser Interesse und unsere Solidarität hier für diese Länder. Mit welchen Instrumenten wir dann arbeiten, ist eine andere Sache. Aber ein bisschen mehr Haltung und Selbstbewusstsein auch als EU in diesem Sinne wäre nicht schlecht. Jetzt knüpft an Georgi die Frage an Sie nach Haltung, Selbstbewusstsein und Solidarität. So wie ich Gaga verstanden habe, ging es um Haltung und Solidarität in der deutschen Gesellschaft. Wie erleben Sie das und was kann sich da ändern? Also welche Gründe gibt es dafür, dass so wenig Solidarität da ist, wie Gaga es empfindet? Was kann sich daran ändern? Ja, das ist eine sehr gute Frage und sehr kompliziert. Also es konnte viele Gründe sein, eigentlich. Aber Tatsache ist, dass wir eigentlich so in den Problemen stehen, dass hier noch nicht diese Klarheit von diesen Problemen kommt, weil es gibt jetzt Generationen in Europa, die nicht diese Prozesse gegangen sind, was wir gerade durchgehen. Also eigentlich in meinem ganzen Leben haben wir von Stone Age bis 21. Jahrhundert entwickelt. In meiner Kinderzeit hatten wir keinen Strom, hatten wir keine Heizung und haben wir wie Kommunen gewohnt, weil wir sozusagen überleben zu können. Und damals hatten wir einen Traum, dass wir Georgien von diesem Raum ausschneiden sollten und irgendwo schieben, wo nicht Russland ist. Und das eigentlich ist einzige Möglichkeit, diesen Traum zu realisieren, ist Euro-Union und NATO. Weil wenn wir unter diesem Schutz stehen, dann haben wir richtig unser Land von diesem Territorium ausgeschnitten und irgendwo in den Frieden gebracht. Zurück zum Thema, zurück auf deine Frage. Also ich denke, wenn wir das alles durchgegangen sind und gesehen haben, Empathie für die Menschen, die für Freiheit kämpfen, ist selbstbewusst und selbstständig, selbstbewusst. Und versteht man das, ja, wenn jemandem gerade in Georgien oder in Armenien oder in Moldau einen freien Mensch unterdrückt, dann es betrifft mich selbst, weil ich bin auch gleich freier Mensch und es tut mich auch. Und es sollte man so richtig für Freiheit richtig täglich kämpfen, das nicht zu verlieren. Und wenn man das macht, dann hat so mehr Empathie zu anderen, dass die auch Gleiches machen. Ich denke, mit deutscher Gesellschaft gibt es schon viele Menschen, also unsere Kreise, die uns unterstützen und auch so mindestens wörtlich dabei stehen. Nur so wichtig ist das auch zu verstehen, dass wir eigentlich mehr das auch zeigen sollen, was Georgien selbst mit Integration in EU und mit
Entwicklung als demokratisches Land, welche Vorteile für deutsche Gesellschaft oder europäische Gesellschaft bringt. Weil wir haben diese Erfahrung, wie wir seit 30 Jahren täglich dafür kämpfen, bessere Land zu bauen. Wir haben diese Erfahrung, wie wir von den schlimmsten Situationen am besten rauskommen konnten. Wir haben Erfahrung, wie zu überleben. Und wir sehen Euro-Union besser, als es selbst ist. Weil wir glauben, dass da ist so Frieden und da ist so Gerechtigkeit. Und dieser Glaube ist sehr stark. Das kann Euro-Union besser machen. Von Georgien, von Moldau, von Ukraine. Dieser Glaube ist so authentisch und so ehrlich, wie es am Anfang in Euro-Union war, bevor es in diese Bürokratie reingegangen und Sinn manchmal verloren hat. Vielen Dank, Georgi, auch dafür, dass, wie ich verstanden habe, das Wort Traum noch nicht diskreditiert ist durch den georgischen Traum, dass man immer noch vom Träumen reden kann in Georgien. Tamta, die letzte Frage, die nach den Motiven derjenigen, die für Georgian Dream gestimmt haben. Wir haben viel über Manipulation und Einschüchterung gesprochen, aber wahrscheinlich gibt es schon Menschen, die aus eigener Entscheidung für Georgian Dream gestimmt haben. Was bewegt die? So habe ich die Frage verstanden. It was really very interesting question. Ja, eine wirklich sehr interessante, gute Frage. Für mich ist es natürlich recht schwierig, genauer einzusteigen in die Motivation der Wähler des georgischen Traums. Wir sprechen natürlich auch über die Instrumentalisierung der öffentlich Angestellten, die für die öffentliche Hand arbeiten. 700.000 Bürger und Bürgerinnen bekommen diese soziale Beihilfe. Und wir haben 300.000 Menschen, die im öffentlichen Dienst angestellt sind. Das zusammengenommen sind schon allein 1 Million Menschen. Das ist ein Drittel unserer Bevölkerung, die zumindest wirtschaftlich und finanziell direkt von der Regierung abhängt. Das ist also ziemlich klar für uns, dass diese Zahlen natürlich einen Einfluss haben auf den Ausgang der Wahlen. Das wäre natürlich eine klare Instrumentalisierung. Es gibt große Ängste, was den Krieg betrifft. Und wir sehen natürlich, dass der Ukraine-Krieg ganz deutlich von der Regierung verwendet wurde. Wenn man noch einmal zurückschaut auf das Jahr 2012, die Außenpolitik in Georgien, das war tatsächlich eine Politik der Nicht-Provokation gegenüber Russland und eine Politik der europäischen Integration. Und dann bis 2008 ging das eigentlich so weiter und dann hatten wir eine Normalisierung und Parallelen zwischen den verschiedenen Akteuren. Und jetzt ist es ganz klar, dass sich diese politische Einstellung ändert. Und die Balance ist natürlich jetzt gestört. Mit dem Ukraine-Krieg haben wir zusammen mit der Republik Moldau die historische Chance, Mitglieder der EU zu werden. Das heißt, man tut alles, um diese Chance zu verspielen. Aber dieser Faktor wurde nicht von der Bevölkerung unterstützt, zumindest nicht ausreichend unterstützt. Und die Ängste bezüglich des Krieges haben mehr Stimmen auf sich vereinen können als diese historische Chance, was den Ukraine-Krieg betrifft. Da habe ich das Gefühl, dass die post-sowjetischen Staaten und die Zivilbevölkerung vielleicht noch einmal die Rolle Russlands überdenkt und sich von Russland abwenden möchte. Das sehen wir in Armenien, in Moldau und auch in unserer Gesellschaft. Aber paradoxerweise scheint es so, dass die georgische Regierung diese Ängste politisiert hat und dies direkt verwendet hat, um die russische Rolle zu stärken in unserem kollektiven Gedächtnis, in unserem kollektiven Diskurs. Und
Deswegen gab es so ein bisschen diesen Konflikt über die Zukunft in der EU und diese bestehenden Bedrohungen, die natürlich auch übersteigert wurden vom georgischen Traum. Und die Leute haben sich letztlich für die Sicherheitsnarrativ entschieden und nicht so sehr für das zukunftsgerichtete EU-Narrativ. Und ein Wirtschaftsfaktor ist es natürlich ohne Zweifel auch. Wenn man sich die Wirtschaftsdynamik in Georgien anschaut, dann kann man sich anschauen, wie die Regierung es geschafft hat, diesen Wirtschaftskontext zu verwenden. Man geht davon aus, dass Georgien als Korridor dient zwischen den westlichen Unternehmen, den zentralasiatischen, chinesischen Unternehmen und dass diese auch zu einem wirtschaftlichen Aufschwung im Land führen würden. Das ist natürlich fast zynisch, wenn man sich das im Land genauer anschaut. In Georgien ist verdienen die also die unteren 50% weniger als das obere 1% der Bevölkerung. 25% der Angestellten, das sind mehr als 300.000 Arbeiter, verdienen weniger als das staatlich festgelegte Mindestgehalt. Wir sprechen über viel stärkere wirtschaftliche Ungleichheiten. Trotzdem hatte das wiederum komischerweise einen Einfluss auf die politische Entscheidung. Und das sind diese Argumente, Wirtschaftsaufschwung, politische Stabilität, der Krieg. Man möchte jetzt also wohlhabender werden als Verbindungskorridor. Und das hat tatsächlich gut funktioniert, zusammen mit der Instrumentalisierung und dem Wahlbetrug und so haben sie es tatsächlich geschafft, die Leute zu mobilisieren. Aber wir können nicht sagen, dass alle Unterstützer des georgischen Traums auch pro-russisch sind. Gar nicht. Der georgische Traum möchte trotzdem Europäisierung des Landes nach vorne bringen, aber sie sagen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt brauchen wir erst einmal Stabilität. Wir fangen erst mal pragmatisch an mit einer pragmatischen Politik und dann, wenn der Krieg vorbei ist, dann gucken wir Richtung Europa. Aber das ist natürlich ein völlig falsches Versprechen, denn rein strukturell gibt es keine Europäisierung, es gibt keine Demokratisierung der Strukturen und da gibt es einen starken Bruch, wenn man also Fortschritt im Europäisierungsprozess der Ukraine sieht, der Republik Moldau und dann sehen wir diesen starken Rückschritt in Georgien, da hat man echt das Gefühl, dass diese europäische Chance einfach verspielt wird. Auch die politische Geografie verändert sich in Georgien. Man war mal der Meinung, dass Georgien zu Europa, Osteuropa gehört. Und jetzt sieht es so aus, als wenn wir eher so Teil des Südkaukasus sind. Und man sich fast näher an Armenien und Aserbaidschan heranbewegt und weiter weg von Europa. Also auch diese politische Geografie verändert sich. Und das ist gar nicht so einfach, dann wieder zurückzufinden. Vielen Dank, Tamta. Vielen Dank, Georgi, und vielen Dank, Sergej, für dieses sehr nüchterne Gespräch, das, glaube ich, deutlich gemacht hat, wie schwierig die Lage ist für Georgien, in Georgien, aber auch für diejenigen in der Europäischen Union, die darauf gut und hilfreich reagieren wollen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich gehe trotzdem aus dem Gespräch raus mit etwas mehr Optimismus, als ich reingegangen bin, weil ich doch finde, dass eine ganze Menge Momente deutlich geworden sind, die auch klar gemacht haben, da ist noch längst nicht alles vorbei. Vorbei ist nie vorbei in der Geschichte, aber auch in der aktuellen Situation. Und es hat viele gute Momente gegeben, wo ich gedacht habe, ja doch, in die Richtung muss man weiterarbeiten. Und auch wie immer die aktuelle Situation sich entwickeln wird, wir geben Georgien ganz sicher nicht auch und auch nicht seinen europäischen Weg. Ich möchte mich bedanken für Ihre Teilnahme heute Abend, lade Sie herzlich ein, da unten informell bei ein paar Brezeln, hoffe ich, und Saft das Gespräch noch fortzusetzen. Bedanke mich ganz herzlich bei unseren beiden Übersetzerinnen heute Abend.
und freue mich, wenn Sie das nächste Mal hier auch wieder dabei sind. Einen schönen Abend.